Ich bin Simone Carstens-Kant und bin, was Musik betrifft, eigentlich ziemlich offen. Also ich mag klassische Musik und ich mag auch sehr gerne Jazz. Uns ist möglich gemacht worden, diese Mosaikaktion durch die Weißheim-Stiftung, die dazu beiträgt, dass wir diese Gebetsstübchen, die eben viele aus der Stadt gar nicht kennen, plötzlich mal geöffnet werden. Und das wird so der erste Tag sein, wo die wirklich mal auch für die Öffentlichkeit geöffnet sind, wo man Musik drin hören kann oder draußen davor, wo man reinschauen kann. Wir haben mit diesen Stübchen eine ganze Menge vor. Sie sollen eigentlich dann in der Zukunft immer wieder auch geöffnet sein, sollen einladen, sich mit der Geschichte der Kirche zu beschäftigen oder mal ein ganz anderes Thema sich anzuschauen. Sie dürfen gespannt sein auf das, was sich in diesen Stübchen eröffnen kann. Und Sie sollten auf jeden Fall den 4. September wahrnehmen, weil das so wirklich der Auftakt ist. Jetzt mal zu sagen, so jetzt langsam kommen wir in die Situation, dass wir nicht mehr bauen, sondern dass wir wirklich auch eröffnen. Ich bin seit reichlich 3 Jahren hier Pfarrerin an der Markkirchengemeinde und habe, wie ganz viele der Musiker, diese Gebetsstübchen auch erst entdeckt, und bin immer sehr überrascht, was plötzlich da auch als Tradition hervorbricht. Und ich freue mich deswegen sehr auf diesen 4. September, auf dieses Mosaik, weil ich denke, das ist eine gute Verbindung zwischen diesem traditionellen Raum der Kirche, wo wir meistens eigentlich an Orgelklang denken und hier auch eine reiche Orgelmusik haben. Und dann in diesen Gebetsstübchen, die eben so ein bisschen verborgen immer waren, so ein bisschen ein Stiefmütterchen-Dasein führten und jetzt geöffnet werden sollen. Und das heißt, so ein bisschen die Tradition dringt für mich in meine Gegenwart hinein durch diese Musik, die eben anders ist als die in dem großen Klangraum der Kirche. Und für mich ist das eben auch nochmal so was sehr Schönes, wenn ich über den Markt gehe und ich höre irgendwo eine Musik, dann werde ich neugierig. Und das habe ich auch als Hoffnung für diesen 4. September, dass Leute, die vielleicht beim Shoppen sind oder beim Eisessen, sagen, da ist irgendwas und da muss ich doch mal hingehen und die Gelegenheit nutzen, zuzuhören, sich ja so ein bisschen auch begeistern zu lassen, vielleicht sagen, oh, ich gucke jetzt auch nochmal in die Kirche rein, war ich noch nie drin. Und das ist dann nämlich genau die Gegenbewegung zu sagen, wir möchten gerne nach außen gehen, wir wollen Leute einladen, auch mit einem Musikgenre, was eben nicht in die Bauzeit dieser Kirche gehört. Und auf der anderen Seite wollen wir eben sagen, diese Kirche ist offen, die Kirche ist geöffnet, kommt rein, nehmt die Gelegenheit wahr, vielleicht mal zur Ruhe zu kommen oder eben einen ganz anderen Raum wahrzunehmen. Deswegen freue ich mich auch, wenn nicht nur diese Musikerinnen und Musiker da sind, sondern wenn eben auch ganz viele Leute stehen bleiben, die Gelegenheit nutzen, vielleicht ins Gespräch kommen und einfach dabei sind und dann auch mal in die kleinen Gebetsstübchen reingucken. Herzlich willkommen. Liebe Mosaikbesuchende, mein Name ist Sebastian Piskosch, ich wohne in Berlin und spiele Trompete und ich freue mich, am 4. September mit meinem Instrument in die Marktkirche in Halle eingeladen worden zu sein. In die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Marktkirche, sondern in einem Randbezirk nahe der Döhlauer Heide, dort wo Döhlau und Lettin zusammentreffen. Ich bin in einer katholischen Kirchengemeinde groß geworden, kann mich aber auch an die Marktkirche noch gut erinnern aus der Kindheit und Jugend. Zuallererst fällt mir ein Ostern Ende der 90er Jahre ein. Sicherlich war es die Robert-Franzing-Akademie und der Chor der Marktkirchengemeinde mit der Matthäus-Passion. In meiner eigenen Musikertätigkeit bin ich viel mit der Rockband Keimzeit unterwegs. Ich spiele in Jazz-Ensembles aus der Berliner Musikszene und habe ein Duo mit elektronischer Musik, das sich Oxo Oho nennt. Neben dem Musikalischen oder zuweilen auch gemeinsam mit dem Musikalischen bin ich als Autor tätig unter dem Pseudonym Richie Nachtwey. Das diesjährige Motto lautet Mosaik Jazz in Fugen. In der Musik ist die Fuge eine Fortspinnung eines Motivs, gemeinsam mit einem Kontrapunkt. Wir werden mehrere Musiker sein an dem Tag, sodass sich Melodien und Kontrapunkte sehr gut realisieren lassen werden.
Denke ich an die Fuge in Sachen Bausubstanz, kommt mir ein Wort in den Sinn, Bindeglied, Verbindung. Der Jazz mit seiner die Sinne öffnenden Eigenschaft als Bindeglied zwischen dem visuell Kunstvollen der Architektur und dem akustisch-ästhetischen der Musik. Mein Name ist Almut Schulz. Aufgewachsen bin ich als Almut Knappe im Pfarrhaus hinter der Ulrichkirche, die damals gerade Konzerthalle wurde. Ich habe in Dresden in den 80er Jahren Kirchenmusik und Jazzpiano studiert. Dann habe ich dort recht lange als freischaffende Pianistin und Komponistin gewohnt und gearbeitet und gelebt. Und seit 10 Jahren bin ich mit meinem Mann in Trotha ziemlich gut angekommen. Ich habe echt viele Erinnerungen an die Marktkirche, denn meine Eltern waren in den 70er Jahren dort Pfarrer. Ich habe bei Kindertagen auf dem riesengroßen Teppich im Altarraum gesessen, war die Maria am Krippenspiel, bin hier konfirmiert worden. Ich habe überfüllte Jugendgottesdienste und Friedensgebete hier erlebt und mit dem Schülerkreis Tessé-Gesänge im Kerzenschein gesungen. Überhaupt verbinde ich die Marktkirche mit ganz viel Musik und mit einem starken Gemeinschaftsgefühl damals in den 70er, 80er Jahren. Ich dachte eigentlich, dass ich jeden Winkel der Kirche kenne, also wirklich von Dachboden mit Taubendreck und die Türme ganz hoch geklettert. Und jeden kleinen Nebengelass, aber diese Gebetsnischen sind mir total neu. Die habe ich nie entdeckt als Kind. Mich interessieren sowohl im Leben als auch in der Musik die Schnittstellen zwischen Welten, die auf den ersten Blick nicht zusammenzugehören scheinen. So baue ich gerne Brücken zwischen Kirchenmusik und Jazz, improvisiere zum modernen Tanz und zum Kindertanz, spiele Konzerte mit einer Cellistin, einem Saxophonisten und einem Gitarristen. Und schon aus diesem Grund hat mich dieses Projekt an der Marktkirche natürlich sofort gereizt. Und ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Also ich bin Bastian Dunke und ich spiele Saxophon. Genau, heute spiele ich Bariton-Saxophon. Also ich bin in Halle groß geworden, seit ich 8 Jahre alt bin, ja. Ich bin im Paulusviertel groß geworden, fühle mich in Halle zu Hause, genau. Ich spiele unheimlich gern an neuen Orten und probiere dann einfach zu improvisieren. Also selbst wenn ich wenn ich komponierte Musik an einem neuen Ort spiele, dann ist das
Ja, ist das eine neue Erfahrung, weil man sich auf die Akustik von dem Raum einstellt und auch auf das Publikum? Das ja, spielt immer eine große Rolle. Wenn man mit der Akustik des Raums improvisiert, dann kriegt man auch bestimmte Ideen. Also wenn ein Raum zum Beispiel sehr trocken ist von der Akustik, würde man ganz anders spielen als in einer Kirche drin zum Beispiel. Und ja, also mit ein bisschen Echo spielt es sich ganz anders. Man spielt in einem anderen Tempo auch teilweise. Also so Raumakustik ist fürs Improvisieren ganz, 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 ganz entscheidend. Ja. Mosaik ist ja, wenn man sich das mal musikalisch betrachtet, ist das ja ist ja Jazz, denke ich mal, kommt dem ja sehr nahe. Ja? Man setzt einfach aus vielen kleinen Bausteinen etwas zusammen. Jeder bringt etwas ein, jeder improvisiert etwas, setzt etwas zusammen, was von vornherein noch nicht so klar ist, was es werden soll. Ich glaube, da kann man sehr viel machen, einfach egal, was man macht, ob man jetzt ein bekanntes bekannten Jazzstandard spielt und darüber improvisiert und jeder bringt was ein oder man was ganz Improvisiertes, da ergibt sich einfach was, meistens etwas, ja, was man vielleicht auch als Mosaik bezeichnen kann. Also ich selber habe keine religiöse Verbindung zur Marktkirche. Ich bin selber nicht in der Kirche, aber ich war schon öfter mal drin und mir gefällt natürlich die Architektur sehr oder habe ab und zu auch dort Kirchenmusik oder Chormusik da drin gehört und das sind natürlich auch sehr schöne Erinnerungen. Ja, also ich meine natürlich als Wahrzeichen oder als Symbol der Stadt, wenn man die Marktkirche sieht man ja schon von weitem, selbst wenn man von verschiedenen Punkten auf Halle zufährt oder sich in Halle befindet und einfach von der die Türme der Marktkirche einfach von vielen Stellen als herausragend betrachtet, ist das natürlich immer schon ein Symbol und heißt auch einfach ein Stück Halle. Und daher kenne ich das oder verbinde das auch mit Spaziergängen oder schon immer eigentlich oder mit Begegnungen einfach, die ich da auf dem Marktplatz hatte und genau. Mein Name ist Thomas Gruß und ich spiele Saxophon und zwar alle Größenordnungen des Saxophons, von Sopran bis zum Bariton. Und was gibt es zum Saxophon zu sagen? Das ist natürlich im
Jazz das am meisten gefragte Instrument, das am häufigsten auch gespielt wird. Und die meisten Menschen, die das Stichwort Jazz hören, denken eigentlich auch erstmal an Saxophon. Also ich bin sozusagen tatsächlich Walhallenser, weil ich durch einen Zufall hier gelandet bin. Ich war schon oft hier. Ich habe seit eigentlich seit ich in Leipzig bin, also seit fast 30 Jahren, habe ich auch in Halle von Anfang an zu tun gehabt durch eine Band, die Good Old Blues Brothers Boys Band, die hier eigentlich eine renommierte Größe ist. Und ich habe auch früher schon Unterrichtsstunden gegeben. Also natürlich haben wir erstens mit besagter Band öfter am Marktplatz gespielt, also vor allem dann vor dem Roten Turm. Und der Rote Turm an sich, der ja eigentlich auch zur Kirche gehört, den habe ich schon öfter bestaunt, auch von innen, und zwar wegen des Carillons, das da eingebaut ist, dieses ganz besondere orgelartige Musikinstrument. Ich sehe die Stadtkirche oder Marienkirche heutzutage eigentlich weniger im religiösen Bezug, wenn sie den auch natürlich hat. Und vom Ursprung her natürlich auch vor allem hat. Aber aus meiner Sicht ist es heute schlicht und einfach ein gesellschaftliches Gut. Und das für die Öffentlichkeit zugänglich machen durch Verbindung zu Musik, die auch nicht unbedingt zwingend religiös orientiert ist, das finde ich eine gute Idee. Und natürlich, insbesondere wenn es um Jazz geht, bin ich immer dafür. Und kann mir das sehr, sehr gut vorstellen in diesen kleinen Gebetsstübchen, also die für solche Anlässe, für so eine intime Art von Musik eben auch zu nutzen. Krawitz geboren und groß geworden. Ich habe als Kind immer auf dem Ochsenberg gespielt und mich da abends auf eine Birke gesetzt und den Sonnenuntergang angeschaut. Irgendwann bin ich zum Studium nach Leipzig gegangen, habe da Germanistik und Kulturwissenschaften studiert, das allerdings nicht fertig gemacht, sondern meiner Leidenschaft nachgegeben und habe Musik studiert, Jazzgitarre. Nach meiner Leipziger Zeit bin ich wieder nach Halle gekommen und lebe und arbeite jetzt hier als freischaffender Musiker.
Die Marktkirche, finde ich, ist eine der schönsten Kirchen in Halle. Sowohl von außen als auch von innen. Ich war ganz überrascht zu hören, dass es an der Marktkirche Gebetsstübchen gibt. Ich kenne den Raum ja, weil ich als Kind da auch schon Konzerte gehört habe und diverse Gottesdienste besucht. Aber dass es da noch so kleine Kammern gibt, die irgendwie in der Wand sind, finde ich spannend. Und dass die nach außen gehen, finde ich noch spannender. Ich liebe die ruhige Geschlossenheit und die ruhige Atmosphäre in Kirchenräumen. Das ist was ganz Besonderes, finde ich, und auch irgendwie sehr wohltuend. Und man muss mal gesehen haben, im späten Abendlicht die Außenfassade der Marktkirche auf der straßenbahnabgewandten Seite, wenn da das Licht an den Pfeilern lang geht, was für eine vollkommene Schönheit das ist. Also die Baumeister von damals haben wirklich einiges richtig gemacht. Ich freue mich, dass ich mit meiner Gabe den Menschen und Gott dienen kann. Musik ist was Wunderbares, Musik ist was Verbindendes. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich gehört habe, dass verschiedene hallische Musiker, mit denen ich mal zu tun hatte, mal mehr, mal weniger, da mitmachen. Ich glaube, dass wir, wenn wir, sei es, dass wir aktiv Musik spielen oder dass wir uns aktiv zuhörend mit Musik beschäftigen, dass wir da an eine ganz grundsätzliche, schöne, essentielle Form des Lebens kommen, die sehr wohltuend ist, wie wir alle wissen. Und wenn wir diese Gebetsstübchen, die ja auch in ihrem ursprünglichen Sinn dafür angelegt sind, dass der einzelne Mensch in eine wohltuende Begegnung mit Gott kommt, jetzt dazu nutzen, dass wir so in der Musik Begegnungen schaffen, dann finde ich das großartig.